Na, wie kommen? Woo! Das ist also das Gasthaus des Werten Herrn Garland. Ja, sieht nett aus. Er scheint ja ganz besonders Wert auf Ausgefallenes zu legen. Na, dann wollen wir doch mal den Gastgeber höchstpersönlich begrüßen gehen. Und hier ist es ziemlich still. Oh yeah. Ich hab dich erwartet. Wer zum... Vor ungefähr 12 Jahren verlor ich einen äußerst fähigen Genom. Ein Leben, das sich schuf und nach Geier schickte, um den Kreis auf ihrer Seele zu stören. Dieses Leben bist du. Und ich bin froh, dass du wieder zurückgekehrt bist. Halt die Luft an, Opa! Was ich will, entscheide ich für mich selbst. Ich habe es nicht nötig, mir von einem alten Knacker was erzählen zu lassen. Jetzt verstehe ich. Du bist also Garland. Und wenn dem so wäre? Dann mache ich dich kalt. Aber vorher will ich alles wissen. Weshalb wuchs ich in Geier auf? Warum wollt ihr Geier zerstören? Keiner hat vor, Geier zu zerstören, aber Geier wird zu Terror werden. Was? Selbstverständlich verläuft nicht immer alles nach Plan. Wie auch die Tatsache, dass du in Geier aufwachsen musstest. Ein anderes Leben, das ich schuf, war womöglich der Auslöser, der alles durcheinander brachte. Ein anderes Leben? Wer soll das sein? Jemand, der auch dir sehr gut bekannt ist. Folge mir. Noch ist die Zeit nicht gekommen, in der das blaue Leuchten Geiers von dem tiefroten Glanz Terras verschlungen wird. Geier soll Terra werden? Okay. Vielleicht bin ich noch auf deine Kraft angewiesen. Die Musik, Leute, die hier spielt, ist Musik vom Pandemonium. Steht auch hier unten. Und ein kleiner Fun Fact. Diese Musik hier ist ein kleiner Remix aus einem sehr, sehr alten Final Fantasy. Erkennt ihn jemand? Also erkennt jemand das Original? Ich hab's ein bisschen gespielt, weil die Musik ist geil. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, Leute, aus welchem Final Fantasy die Musik kommt. Final Fantasy 2. Und hier haben sie die Musik einfach verlangsamt und ein bisschen Minuten gehen, aber nur ein bisschen. Vor allem das Verlangsamen, das sieht man nicht oft. Besonders man hört es, wenn man nicht genau aufpasst. Kann ich euch mal einen Vergleich zeigen, wenn ich nur Zeit habe? Aber nicht jetzt. Wie das so ist. Und jetzt ist offiziell, wir sind im Pandemonium. Das Lustige ist, die Originalmusik, die hier angelehnt ist, ist auch aus Pandemonium, aus Final Fantasy 2. Halt! Bleibst du hier? Na gut, dann muss ich dir verfolgen. Häpp! Häpp! Und jetzt erzähl mir, wozu alles in der Welt? Ich erschuf die Genome als Höhlen für die bald erwachende Seele des Volkes von Terror. Aber vor 24 Jahren wurde ein Genom wie du mit dem Hauch des Lebens erfüllt. Aber diese Genom besaß eine zu starke Will, um an seine Aufgabe als leeres Gefäß gerecht zu werden. Und so hätte ich ihn fast zerstört. Aber ich hielt ein. Denn wenn dieser Genom eine solche mächtige Kraft besaß, warum sollte ich sie mir nicht zunutze machen? So entstande ich diesen Genom als mein Diener nach Geier und den Kreislauf der Seele Geiers zu leben. Jetzt spuck schon aus, wer dieser Genom war. War 24 Jahre, das ist eine lange Zeit. Weißt du es immer noch nicht? Jemand, der dir sehr ähnelt. Er mir ähnelt? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der. Erkennst du erstmal dein eigenes Ich, so wirst du sehen, wie groß die Ähnlichkeit eurer beiden Seelen ist. Den Genom, den ich nach Geier entsandte, den man seinen Bruder bezeichnen könnte. Dieser Genom ist Kuja. Kuta? Was? Kuta ist ein Genom? Was? Aber das kann nicht sein. Er hat keinen Schwanz und auch sein Aussehen ist.
Er hält sein wahres Ich verborgen und verleugnet seine Herkunft als Gnome. Das heißt, Kutscher ist so 24 Jahre alt. Plus minus. Er kann den wahren Grund seiner Existenz nicht akzeptieren und versucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Kannst du es jetzt sehen, wie ähnlich ihr euch doch seid? Hör auf zu labern, ich bin nicht für ihr. Er sagte auch immer wieder, ich bin nicht wie sie, und zeigte dabei auf die anderen Gnome. Okay, vielleicht haben wir da unsere Meinungen, aber ähnlich, Kutscher und Titane, nein. Als Gnome schien er unbrauchbar, aber dennoch war seine Gier für eine bestimmte Mission optimal. Nämlich Geier in einen verheerenden Krieg zu stürzen, dies war die Mission, die ich ihm erteilte. Denn eigentlich den Fluss der See zu zerstören und einen künstlichen, unnatürlichen Fluss entstehen zu lassen. Aber wozu? Den Kreislauf der Seele zu stören, führt zwangsweise zum alles zerstörenden Krieg. In dieser Hinsicht erfüllte er nicht nur seine Aufgabe, sondern übertraf gar alle meine Erwartungen. Das heißt, wenn ein Krieg läuft und viele Seelen sterben, ist das ein unnatürlicher Kreislauf. Okay, soweit so gut. Aber wie soll das helfen, dass Gaia zu Terra wird? Das ist interessant. Was ist mit mir? Weshalb wurde ich nach Gaia geschickt? Als du in Bran Barlow zum Leben erwachtest, konnte Kutscher deine Existenz nicht akzeptieren. Ein Gnome, das seine eigene Macht überlegen war und ihm gefährlich werden konnte. Das heißt, Zidane ist offiziell stärker als Kutscher. Aha. Und so verbannte Kutscher dich nach Gaia, wo die Saat des Besens schon Früchte trug und der allzerstörende Krieg schon im Anzug war. Du hast mich also aus derselben Grund erschaffen wie Kutscher, um in Gaia den Krieg anzuzetteln? Genau so ist es gewesen. Deine Verbannung war nicht vorherzusehen, aber ich duldete es aufgrund seiner besonderen Eigenschaften. Der Kutscher bedeutet, dass der Krieg der gleichzeitige Sieg über dich und die Bestätigung seiner selbst. Vielleicht hat er dich aus diesem Grund verschont. Der Sieg über dich bewies ihm seine Existenz. Willst du mir sagen, dass nur aus diesem Grund so viele unschuldige Blut fließen musste? Aus diesem Grund? Sprichst du davon, Kutschers Gier und Bedeutung von unserem Ziel, den Kreislauf Skyers zu stören? Von beiden. Was soll jetzt Störungskreislauf denn überhaupt bringen? Das würde mich auch interessieren. Na sag schon. Die Säuberung der Seele. Wir werden den Kreislauf der Seele in Gaias Leben und allmählich mit der Seele Terras ersetzen. Die natürliche Geschwindigkeit des Kreislaufes zu beschleunigen, führt zum alles zerstörten Krieg. Das hast du schon gesagt. Die Zeit ist gekommen, wenn Gaias Seele völlig verschwunden und ersetzt worden ist. Denn dann ist das Gaia Terra geworden. Aber wie soll das alles eingeleitet werden? Ihr solltet es schon längst wissen. Der Baum Liefers und der Nebel, der dort entsteht. Der Baum Liefers ist ein Seelenspalter. Und der Nebel die gesäuberte Seele Gaias. Was? Mit Nebel wurden ja die Schwarzmagier erstellt. Das heißt, die Schwarzmagier sind gesäuberte Seen von Gaia? Leute, jetzt wird's konfus, also aufpassen. Die Nebel haben wir gestoppt. Damit kannst du mir den Plan abwinken. Was ihr gesehen habt, war nur ein kleiner Teil des Baumes. Auch jetzt ist er noch aktiv und versucht, den Kreislauf der Seele aufzuhalten. Sie, unser Terror. Wo sind wir? Diese ist sozusagen die Messstation, das Leuchten beider Planeten zu erfassen. Was heißt denn das jetzt wieder? Was bedeutet das Leuchten? Das ist der Mittelpunkt des Planeten, der Anfang und gleichzeitig Ende des Kreislaufes ist.
Noch ist das gleißende Licht Gas, aber wenn das Leuchten von Blau so tief rot wird, ist die Wiederaufstellung Terras vollkommen. Und dann lebt sein Volk wieder. Toll. Aus diesem Grund umhüllte ich diesen blauen Leuchten mit dem Baum Liefers und begann von innen des Planeten aus den Kreislauf zu lähmen. Dies ist die wahre Funktion des Baumes. Seine wahre Gestalt. Ihr seid nur seine winzige Krone. Auch wenn die Salbung der Planeten Geier stillsteht, so endet es doch nicht am Fluss unseres Planeten. Also, flößte Kuja die Seele Terras in den Baum Liefers ein und spielte den Sensenmann höchstpersönlich. Der Kreislauf wird gestört, indem ein Krieg angezettelt wurde. Weil der Kreislauf gestört ist, kann man sagen, entfaltet sich Terra in Gaia. Ist etwas crazy. So ist es. Er ist der Tod persönlich, den ich selbst geschaffen habe. Allerdings nur so lange, bis du in der Lage bist, diese Rolle zu übernehmen. Was soll das heißen? Es bestand keine Notwendigkeit, Kuja Seele auf Ewigkeit existieren zu lassen. Schließlich stand deine Erschaffung bereits fest. Wenn ich also Kuja ersetzt habe, ist seine Existenz überflüssig. Richtig. Und dieser Zeitpunkt ist bald gekommen. Seine Seele wird bald erlischen. Das heißt, Kuja ist bald weg vom Fenster? Sieht die Radieschen von unten an, gibt den Löffel ab? Auf gut Deutsch, tot? Hast du nun endlich deinen wahren Grund deiner Existenz begriffen? Ha? Jetzt soll ich wohl lachen, oder? Ich wuchs in Gaia auf, lachte mit den Menschen dort, meinte mit ihnen und verbrachte mein ganzes Leben. Anstatt diesen kurzen und nichtigen Daseins auf Gaia, ist es nicht von viel größerer Bedeutung, auf Ähnlichkeit in unserem Leben zu leben? Du besitzt die Kraft, die Welt und einen Grund, dies alles zu vollbringen. Kraft hin, Kraft her. Wenn es für mich einen Planeten gibt, wo ich zu Hause bin, dann ist es der, wo meine Tantalus-Kumpel sind. Wo Vivi, Freya, Mahagon, Quina, Steiner, Aiko und Lilia sind. Und nicht nur sie, sondern es ist die Welt, wo alle meine Freunde zu Hause sind. Wenn ich einen Grund haben sollte, dann den, dass ich dich und Terra für all die Trauer, die Schmerzen, die du über meine Freunde gebracht hast. Für alle Ewigkeit ist jener befördere! Das ist all meine Mission. Und das reicht als Grund für meine Kugel in Terras genommen. Bedauerlich. Gerade deiner Seele wäre die Rolle des Todesbringers zugekommen. Den Tod werde ich dir auch bringen. Aber dir, wenn dir so viel daran gelegen ist. Beschränkt sich deine Macht etwa nur auf deine körperliche Kraft? Sei still! Ich hab genug. Diese Messstation wird deine Grabstätte sein! Du törichter Narr! Dein Körper werde wieder zu einem sinnlosen Gefäß. Was zum? Dein einfachen Genom ist aus zu edlem Material, aber es ist wohl unvermeidlich. Er hat aus Zidane eine seelenlose Puppe gemacht? Und die anderen kriegen nichts mix. Da ist Kuja, hallo. Wieder hierher zurückzukehren, das ist ja geradezu ekelhaft. Bald wird diese Kraft mein sein. Warte nur, Galant. Und du, Zidane. Ihr werdet es noch bitte bereuen, mich zum Narren gehalten zu haben. Schon bald werde ich alles wissen lassen. Das Volk von Gaia, das Volk von Terra, und zwar wer der wahre Herrscher beider Welten sein wird. Ich glaube, er meint sich selber. Und das Luftschiff ist wieder da von vorhin.
Wer bin ich? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht denken. Ihr müsst euch vorstellen, Sidalis ist eigentlich eine seelenlose Puppe. Mehr oder weniger. Und trotzdem ist irgendwas noch vorhanden von ihm. Irgendetwas. Zidane! Ja, das war mal mein Name. Die Musik, die spielt, ist jetzt geil! Viele haben mich früher so gerufen. Zidane, du gehst immer gleich so an, um den anderen zu imponieren. Ja, mag sein. So fehlt dir das Ernst für das Leben. Ja, genau so ist das. Aber das ist, was dich ausmacht, mein Bester. Was mich ausmacht? Du, Zidane, hast du Zeit, stark zu sein. Hör auf, ich bin doch gar nicht stark. Nicht nur den Weg des Essens, sondern auch vieles andere hast du mir gezeigt, Mann. Nein, ich hab doch gar nichts getan. Ist das das, was wahre Freundschaft ausmacht? Freundschaft? Freundschaft? Zidane! Ich verstehe nicht. Wer bin ich? Nur weil du bei mir warst. Ich bin müde, zu erschöpft. Warum denn, Zidane? Ich bin so leer. Ein leeres Gefäß. Man könnte sagen, das leere Gefäß kämpft jetzt mit der Persönlichkeit von Zidane selbst. Die ist irgendwie noch vorhanden. Deswegen. Zidane! Wer spricht dort? Wasch doch bitte auf! Wer? Jetzt reiß dich zusammen! Zidane! Vivi! Heiko? Du bist also wieder bei Bewusstsein. Ich dachte, du warst gar nicht mehr auf. Jetzt erinnere ich mich, ich wurde... Wir haben uns solche Sorgen gemacht, weil du einfach alle weggekommen bist. Warum seid ihr gekommen? Was? Natürlich wollen wir dir helfen, Zidane. Du glaubst gar nicht, was los war, nachdem du einfach weg warst. Das alles geht euch nichts an. Was? Ich sagte, dass die Sache mein Problem ist und euch nichts angeht. Warum denn, Zidane? Siehst du, jetzt spielst du schon wieder in den Garten, Mann. Von wegen, es betrifft eben nicht nur dich. Bitte, Zidane, lass uns wieder gemeinsam gehen. Verschwindet! Das hier ist nichts für kleine Kinder! Zidane! 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 Du bist verletzt! Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt verschwinden! Es gibt Sachen, die nur Erwachsene was angehen. Aber nicht sowas. Ja, und dieser Kampf, den kann man nicht ausweichen, der kommt zu 100%. Ein Ross, sag ich mal. Das ist ein Ambusias. Ein interessanter Name für einen Gegner. So. Soweit ich weiß, kann man hier nichts Wichtiges stehlen, also einfach reinknallen. Bio! Aber dass Zidane jetzt so, wie soll ich sagen, böse ist? Er meint einfach, das ist nichts für die Kleineren. Oh, da fliegt einer hoch. Brauchst du Hilfe, mein Bester? Hi, Freier! Lange nicht mehr gesehen. Du kannst bei mir mal ein Antidot reinknallen, wenn du schon mal da bist. Danke sehr! Weil das Bio haut ganz schön rein auf Dauer. Schlitz! Und jetzt kommt Freya, pass auf, die macht gleich Schaden! Und gar nicht
wenig! Oh, auch nur zwei Sinn. Schaffst du es wohl alleine nicht, ha? Huh? Und Margon ist auch wieder da. Und die Partie. Alle wollen sie dann helfen. Alle. Leider sind Freier und Alko eingesperrt, mehr oder weniger hinter einer Tür. Wups! Hoffentlich nicht auf Maragon, der hält nicht mehr so viel aus. Was tut auf Zidane, mach ich eh gerade. Chakra, bitte sehr! Man sieht, Bio vergiftet nicht immer. Das wäre ein bisschen zu krass. So, keine Heilung, aber immerhin ist sie vorhanden. Bam! Das wird ja Chakra. Ja, und er hält mehr aus, als man denkt. Und tschüss. Dafür gibt es 8000 Erfahrungspunkte. Hallo, hallo, hallo. Willst du dich nicht mehr wenig, mein Bester? Ah. Ja, dann für solche Kamerad spielen, aber dann alles allein regeln wollen, was? Ich brauche keine Hilfe! Den Alten werde ich mir allein verknüpfen! So warte doch, Zidane! Mann! So schnell gibt sich ein Stein nicht geschlagen! Erst häuten, dann braten! Mann! Steiner, Kina, sogar ihr! Nimm das, Mampf! Alle zeigen Einsatz! So muss es sein. Ja, er hat gesagt, das geht nur Erwachsenen an und das sind alles Erwachsene. Oh, das ist ein harter Gegner, den ich nehmen kann. Das ist ein Abaddon. Das gar nicht mal so ohne. So. Ich frage mich gerade, was ich machen soll. 1000 Schaden. Machen wir mal Dämonenklinge, weil die Fähigkeit habe ich noch gar nicht eingesetzt und sie ist verdammt stark, Leute. Die Dämonenklinge. Zieht ein paar HP ab von Steiner, dafür aber Schatten-elementarer Angriff, der übelst reinhaut. Und mit übelst meine ich so richtig stark. Und dann macht Blitzgar! Autsch, das wird wehtun. Zum Glück mache ich gerade Himmelswind. Und Quina regeneriert sich auch ziemlich krass. War ziemlich geil. Oh yeah, so muss es sein. Ihr sollt doch nicht. Komm, spitze da, ne? Entschuldigung, hatte was zu tun. Dämonenklinge! Gleich mal. Okay, habe ich nichts. Schade. Ich wollte gerade Steine heilen, aber ich habe nichts zum Heilen. Leider. Da muss man halt den Himmelswind herhalten. Das Interessante ist, mit Dämonenklinge kann man sich sogar selbst umbringen. Ich glaube, das ist ein einziger Final Fantasy, wo das möglich ist. In Final Fantasy IV gab es ja eine ähnliche Technik. Und hier wieder. Aber hier kann man sich selber umbringen damit. Ist mir schon öfter passiert, einfach weil es so viel HP abzieht. Dafür haut es aber ordentlich rein. Ich muss schon sagen, Tornado-Klinge! Autsch. Macht ein bisschen Schaden, ja, okay. So, Himmelswind of Doom! Und ich dachte mir schon, dass es das Krasseste kommt. Und der Gegner ist weg! So, und wieder so viele Erfahrungspunkte. Und das ist auch sehr gut für den Steiner, der ein bisschen hinten liegt mit dem Level. Das ist doch nicht immer die leichteste Übung, halt. Zidane, du darfst uns nicht einfach zurücklassen, Mann. Du musst mir noch viele leckere Gerichte zeigen. Noch habe ich meine Entscheidung nicht getroffen, ob du richtig für die Presse bist. Hehehe, Steiner. Lass mich doch in endliche Ruhe. Ich kann euch da noch nicht rein hineinziehen. Die wundern sich alle, dass Zidane so hart. Er ist doch alle zusammen ein Haufen Kindsköpfe.
Aber mir ist schon klar, dass ich der größte Kindskopf von allen bin. Nur weil man älter als 20 Jahre ist, heißt das nicht, dass man kein Kindskopf mehr ist, ne? Was ich ja wohl gesagt habe. Und dieser Gegner hier ist ziemlich hart, weil ich ihn entgangen. Der kann nämlich erdbeben. So, das ist nämlich ein Komodostoton. Was für ein Name? Komodostoton. So viele O im Namen. Erdbeben! Achtung, es wird Schaden gemacht! Autsch. Das ist aber nicht viel, wenn ich mal so sagen darf. Gerade mal 180. Ja, nicht mal. Das ist halt Erdbeben, ne? Das ist halt nicht stark und so. Stürmen! Autsch. Das macht schon ein bisschen mehr. Ein bisschen. So. Counter! Ja, das gibt's auch. Counter und jetzt zurückschlagen vielleicht direkt. Whoops, habe ich zwei Angriffe auf einmal. Also du kannst ruhig öfter physisch angreifen, dann kriegst du alles zurück, ja? Ich hätte vielleicht eine Stärke-Bonus anlegen sollen. So, und gleich ist meine Trance-Leiste vollkommen voll. Die Musik gespielt ist jetzt nur jetzt. Leute, also genießt ihr sie. Sie heißt nebenbei You Are Not Alone, falls ihr mal danach sucht. Nicht allein. Passt irgendwie. Weil alle Freunde von Zidane wollen ihm jetzt beistehen. Aber er will nicht. Langsam gehen wir die HP aus. Dampfhammer. Autsch. Zieht genau auf einen HP der Dampfhammer. Egal was ihr macht. Und gleich wird vollständig geheilt mit Vigra! Nein, ich habe nicht Pestizilin angelegt. Lilie! Ist das etwa deine Antwort? Auf welche Frage? Auf welche Frage denn? Ich rufe Bahamut! Mega Flair! Ups! Macht auch nur ungefähr 2600 Schaden. Dafür sind die MW-Kosten allerdings reduziert und das ist richtig geil. Autsch. Stürmen, ja, geht auf beide, Leute. Das müsst ihr euch mal gehen, das geht auf beide. So, Trance-Modus aktiviert! Leider habe ich schon was eingegeben, aber egal, macht auch mehr Schaden. Ohne MP zu verbrauchen. So, zack! Oh, 3600, immerhin. Vitra! So, und jetzt kommt's! Aha! Punch! Patch! Nicht Punch, Patch! Da fällt das N. Für den Punch. Wieder stürmen! Yay! Kommt er? Ja? Nein? Vielleicht? Nein. Ah, doch! Das dauert immer so lange. Und er ist schon weg. Ach, schade. Ich wollte einen Aha-Putsch zeigen. Ja, yeah, und dafür gibt's Barmut gemastert und einen Haufen Erfahrungspunkte und ein Elixier noch dazu. Lilie. Du versuchst es also ganz auf eigene Faust. Bitte versteh doch. Ich kann die anderen nicht noch weiter hineinsehen. Ich dachte, wir wären Freunde. Das sind wir auch. Und gerade deswegen wollte ich nicht. Ich bin kein Mensch von Gaia. Es hätte genauso gut kommen können, dass ich es bin, der Alexander ins Unglück stürzt. Glaubst du, da kann ich einfach ruhiges Gewissen mit euch umherziehen? Zitane, du warst immer für uns da, wenn wir dich brauchen. Aber du bist es, der nicht versteht. Denn wir waren und sind ebenso für dich da. Genauso wie du auf uns aufgepasst hast, haben wir auch auf dich aufgepasst. Genau wie du uns vertraut und an uns geglaubt hast, haben wir dir vertraut und an dich geglaubt, Zidane. So wie du uns immer beschützt hast.
möchten wir dich jetzt beschützen. Wir möchten dich beschützen, Zidane. Lilie. So ist das, Mampf! Mein Meister sagt immer, hast du was Leckeres bekommen, musst du was Leckeres geben, Mampf! Zidane, ich schulde dir noch jede Menge schaftige Frösche! Kein Bedarf. Quina. Würde ich dich alleine ziehen lassen, wäre ich der Ritterschaft nicht würdig. Der Name Steinhardt wäre immer befleckt. Müsst ihr nicht sagen Adelbert, weil so heißt er mit Nachnamen. Also versuche erst gar nicht, uns davon auszubringen. Wir werden dir bis zum Ende folgen. Steiner. Ich glaube, ihr seid ebenso große Kindsköpfe, wie ich es bin. Das Kompliment gebe ich zurück. Dann lasst uns gehen. Aber Moment, wo sind die anderen vier? Kann es sein, dass sie vielleicht ausgesperrt wurden? Wahrscheinlich, Mampf. Das kommt davon, weil der Herr meint, er könne alles alleine meistern. Da muss ich zustimmen. Einfach unverantwortlich. Ja, ja. Ist ja gut. Ich hab's ja eingesehen. Holen wir die anderen und gehen alle gemeinsam. Und jetzt ist die schöne Musik gleich schon vorbei. Dafür ist Pandemonium da. Und Zidane hat erkannt, dass die Freunde auch für ihn da sind. Nicht nur, dass er für sie da ist, sondern dass auch für sie für ihn da sind. Und das ist eine sehr interessante Erkenntnis. Für ihn.